Okay, alles klar. Also, wir haben jetzt ein Klopapier fest. Was machen wir mit dem ganzen Zeug? Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Oh, ich weiß ja nicht warum, aber können wir, wenn wir noch Zucker, ne? Den in den Generator nochmal packen, dass es da nochmal dunkel ist, können wir den Fisch dann mitnehmen, weil Bewegungssensoren brauchen ja normalerweise Licht. Je nachdem. Jelü. Beziehungsweise selbst wenn der jetzt losgeht. Ah, tatsächlich, jetzt haben wir, konnten wir den mitnehmen. Und den Hafen. Und der Generator geht wieder. Okay. Was sagt ihr denn jetzt zu dem Fisch? Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Will, also der. Nee, in den Hafen. Hier war, ne? Zum Dock. Wir können da mal mit. Will der Angler vielleicht den Fisch? Er ist der Einzige, was irgendwie für. Huhu noch mal. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber. Kusch! Aber ich bin doch Angler. Wir haben sogar einen Haken. Was sagt denn unser Plan gerade so? Eine Erkenntnis bekommen. Rebellenmitglied finden. Ja, das haben wir ja schon. Das geheime Klopfzeichen. Ja, wir haben noch nicht das geheime Klopfzeichen. Das geheime Klopfzeichen benutzen? Haben wir das schon? Ich habe es nicht mitbekommen. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Pori. Dieser Screen ist ebenfalls eine Location, die eigentlich in keinem ernst gemeinten Spielkonzept fehlen sollte, und zwar die dunkle Gasse, die Hintertür in der dunklen Gasse. Es ist einfach grundsätzlich falsch, Spiele zu konzeptionieren und zu schreiben, in der keine dunkle Gasse mit einer Hintertür auftaucht. Und ebenfalls, ich habe es in einem anderen Entwicklerkommentar schon mal besungen, ja, gar besungen. Es gehörte zum guten Ton des Spieldesigners, Items in einer Mülltonne in einer dunklen Gasse zu verstecken. Ich habe hier zwar eine Mülltonne in diesen, also es ist mehr so eine Art Müllcontainer oder Container, weil halt irgendwie Müll ist ja hier, im Prinzip ist ja auf Deponie ja alles Müll, zwar hier hingestellt. Aber hier werden mal ausnahmsweise keine Items drin versteckt. Dafür könnt ihr euch da drin verstecken, nach Lust und Laune. Versteckt euch noch mal da drin. Es gibt lustige Animationen dazu. Was es euch bringt, erfahrt ihr allerdings später, und zwar bei dem schwierigsten und furthermost out of the box Rätsel, das ich jemals in ein Spiel geschrieben habe, das so brutal gemein und hinterhältig out of the box ist, dass es eigentlich fast schon nach dramaturgischer Willkür klingt, dass Rufus im Zuge dieses Rätselkomplexes in die Box hineinspringen muss. Denkt mal drüber nach. Jetzt bin ich verwirrt. Und warte, Krawallgol abgehakt. Das haben wir erledigt. Wir haben halt jede Menge Zeug und irgendwie. Wir müssen noch dies. Wir müssen. Ja, wir wissen ja schon, wo das Ei ist, aber wir sind noch nicht hingekommen. Oder wir kommen nicht dran. Lady Girl. Den Arc hier haben wir mehr oder weniger abgeschlossen jetzt. Gut, zum Dinner einladen. Ja, dafür müssen wir erst die Schnabeltiere von der Karte kriegen. Und ich weiß noch nicht, wie. Und bei dem Erdschnabeltier zum Beispiel, was bei Docs in der Praxis ist, weiß ich nicht, wie wir das da wegbekommen sollen. Was?
Warte. Wir sehen uns. Sprich. Warte. Nur. Was? Wo? Ich hab die Musik ausgestellt. Wow, danke vielmals. Wie auch immer du das angestellt hast. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich würde gerne... Oh, das ist... Was soll's denn... Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gullivers Spelunkenklo genommen. Für mich erstmal gar... Jeder das, was... Bu-bu-bu, Kuckuck. Verschwinde. Wir sehen uns. Sprich... Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Was haben wir denn jetzt erledigt? Hä? Wir haben irgendwas geschafft, aber ich weiß nicht was. Nicht irgendwie... Aha, das Dog, Lady Gold, Baby Gold, Schnabeltiere... Sigurds Rat einholen, zur Sieger zurückkehren. Karlef Schnuck besiegen, Turnierhand besorgen, Rebellenmitglied erkennen. Okay. Ich mache aber jetzt die Musik wieder an. Mir ist das zu leise. Oder zu ruhig. So ungefähr müsste es eben gewesen sein. Ja. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Okay, jetzt haben wir eine Gurke. Keine Ahnung, wofür wir eine Gurke brauchen. Hier ist nichts, was wir noch mitnehmen können. Wir müssen immer noch das geheime Klopfzeichen. Wie lange nehme ich denn auf? Eine gute Stunde. Höhe in den Hafen, dunkle Gasse, vor Docks Werkstatt, zur Apotheke. Hier ist eine Karte. Klein Venedig, Doc, Bellevue. Geh mal nach Bellevue zu Seagull und sprechen nochmal mit ihm. Hey Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass... Ich hab dir noch... Was hast du denn? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähle... Nein, gut, ich kontaktiere... Wegen dem... Nun, was willst du wissen? Was muss ich gleich tun? Die Schnabeltiere, wie du das anfühlst. Zu spät. Ich habe... Okay. Nicht weg. Vergiss den, er zieht nicht... Was sagt Poki denn dazu? Oh ja. Captain Seagulls Villa an der Spitze des schwimmenden Schwarzmarktes. Das ist natürlich nicht nur ein sehr schönes Setting, sondern auch natürlich eine große Überraschung, sowohl für den Spieler... Aber tatsächlich eben auch für unseren Rufus. Die wenigsten wissen ja, dass wir hier uns so einen kleinen produktionstechnischen Kniff erlaubt haben.
und haben Rufus nicht im Vorfeld in Kenntnis gesetzt, dass wir halt auch seinen Vater für Deponia verpflichtet haben und haben hier quasi direkt während der Produktion, also während diese Szene programmiert wurde, haben wir halt ihn überraschend in diese Szene gejagt und es war also für ihn genauso überraschend, wie es jetzt für den Spieler war, damit wir ein möglichst authentisches Erlebnis herstellen konnten. Ich finde, dass dieser Kniff von uns einfach hervorragend funktioniert hat, weil dieses Familienzusammentreffen wirklich sehr rührend, also genauso rührend geworden ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ja, also zunächst mal, ich war eher geschüttelt als gerührt. Ich war total am Ende. Ich war so am Arsch. Ich fand das so scheiße, ja. Aber dann habe ich mir später auf dem Nachhauseweg habe ich gedacht, ach komm, endlich in Stimmung, du alter Sack. Das gab es schon oft. Also Cary Grant hat sich bei Hitchcock auch immer beschwert, dass er gar nicht versteht, worum es in Der unsichtbare Dritte eigentlich geht, weil er die Drehbuchseiten immer erst bekam. Und bei Casablanca hatten sie das gleiche Problem. The Big Sleep mit Humphrey Bogart auch. Ich sitze da in einem Boot mit den Größten der Großen. Also ich habe mich da schon... Es ist okay, wir müssen da nicht mehr drüber reden. Viel schlimmer ist ja, das können die User auch nicht wissen, wir haben ja diese Szene im Kreativraum der Werbeagentur Redlefsen und Knöterich gedreht. Ah, ja. Und als ich da reinkam, habe ich mich so geschämt. Ich habe gedacht, hoffentlich schleicht keiner von diesen Werbern hier rum, weil ich Werbung ja total scheiße finde. Dann tauchte aber leider, als wir gerade fertig waren, kam da der Kontakt da um die Ecke. Es ist keine schöne Erinnerung, ganz ehrlich. Das sieht man auch in diesem Bild ja gar nicht, weil es hinten nur rechts um die Ecke ist, da hinten bei dem Flügel, da geht der Raum ja noch weiter. Da ist noch so eine kleine Abseite, so ein kleiner Verschlag gewesen mit so einer Tür, die man zuschließen konnte. Und da haben wir dann die paar Werber, die dann halt trotzdem, obwohl wir das eigentlich ja im Vorfeld angekündigt hatten, dass wir an diesem Tag da halt ganz alleine sein wollen. Ich hab doch noch gesagt, es riecht hier so komisch. Und habt ihr gesagt, nee, kann nicht sein. Ach so, das stimmt richtig. Das haben wir dir gar nicht gesagt. Nein, wir haben die halt... Habt ihr mich doch? Die waren ja nicht in der Wohnung, die waren halt in diesem Verschlag. Wir haben die halt da eingesperrt. Ja, aber das merkt man doch, wenn die in der Nähe sind. Okay, viel weiter sind wir jetzt auch nicht. Ich würde gerne nochmal was ausprobieren, ob ich das jetzt einfach nur nicht auf dem... Wir geben den Fisch einfach mal dem Angler, mal gucken, was er sagt. Schau mal her, ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten... Kusch! Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Die Idee war bereits lahm, bevor die Das habe ich mir bereits... Keine Ahnung. Was soll das denn? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Wirklich? Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler, wenn's recht ist. Keine Ahnung. Bist du nicht. Zum Angeln braucht man nämlich ein Gehirn. Und mit einem Minimum an Gehirn wüsstest du, dass das alles Mögliche ist, aber kein Köder. Ich wollte schon sagen. Können wir dem das in seinen Eimer? Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Was? Okay. Keine Ahnung. Das habe ich mir bereits. Da sind schon genug. Ich sollte über eine Krümel. Das ist schon wachsig. Nemo. Ich hätte schon fast alle. Köder einfach so. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spitz.
Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Ha, Rufus ist heute großzügig. Okay. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ob das auch mit toten Tigerfischen geht? Laut Fibel brüten was. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier. Warte mal. Ich habe einen Gedanken. Warum ist hier keine Karte? Mal zurück. Mann, ich wollte eigentlich eine Pause machen, weil ich auf Klo muss, aber ich habe gerade eine Idee. Er ist ja schon gestreift, ne? Ich habe mich doch am Anfang gefragt, was mit dem Farbeimer auf sich hat. Voila, ein Zebrafisch. Frank. Laut Fibel brüten was. Jetzt müsste ich ihn nur noch irgendwie wiederbeleben. Die Lampe ist kaputt. Gut, hat er vielleicht... Kommen wir... Da sind Elektroden. Ja. Wir wissen doch alle, ne? Wenn ein Herzstillstand, dann... Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus! Was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Der Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Warte, was? Ich hab's geschafft! Er lebt! Rufus, verdammt! Ja, doch! Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Wir sind ja bei Dedelec. Halte durch, Frankenfisch. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen. Ja, okay, hab verstanden. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen. Schnell nach Bellevue. Wir machen das nochmal sicherheitshalber. Halte durch, Frankenfisch. Aber jetzt soll ich muss ihn irgendwie. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Komm zu Papa. Wir haben das... warte, wo war... Das war am Hafen. Am Dock. Nein. Mist. Klein Venedig. Zum Waffenladen in den Hafen. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der riesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet er ein, zumindest... Dann nehmen wir doch dieses... putzige Wasserschnee und setzen es ins Nest. Dann haben wir schon mal ein Schnabeltier gerettet.
Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Wasserschnabeltier ist... Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Okay, wir haben das erste Schnabeltier gerettet. Yippie. Fehlen nur noch... Ich muss das Flugschnabeltier-Ei ausbrüten. Dafür müssen wir irgendwie diese Windhose zukriegen. Das habe ich schon im Kopf. Das Erdschnabeltier-Ei müssen wir noch irgendwie in unsere Tasche bekommen. Und das Feuertier-Schnabel-Ei müssen wir noch aus dem Schornstein kriegen. Das mache ich aber in der nächsten Aufnahmerunde. Wie gesagt, ich muss mal pipi. Hab meinen Becher fast ausgetrunken, der hier immer neben mir ist. Und ja, würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.